Hi, es ist jetzt 39. Die Kontrollstunde, die ich eigentlich letzte Woche vorbereitet hatte auf den letzten Drücker, für den Fall, dass keiner eine macht, und dann hat sich jemand gefunden. Deswegen ist es jetzt die Kontrollstunde, die ich für heute vorbereitet habe auf den letzten Drücker. Erstmal Meta, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn niemand Kontrollstunden macht, dann passieren keine Kontrollstunden, das ist voll doof. Chaos ist kollaborativ, Chaos ist partizipatorisch. Es geht nicht darum, hierher zu kommen und zu hoffen, dass andere Leute Dinge tun, sondern wir wollen den Chaos-Treff zusammen machen. Wir wollen alle irgendwie dafür sorgen, dass das hier Spaß bringt und alle was davon haben. Deswegen tragt Couchable-Stunden ein. Überlegt euch irgendwas, worüber ihr reden wollt. Tragt es ein. Es ist völlig öffentlich. Ihr müsst kein Mitglied sein. Ihr müsst gar nichts machen. Geht einfach auf die Webseite, sagt, ich möchte eine Couchable-Stunde halten. Tragt ein, was ihr machen wollt, wann ihr sie machen wollt. Wir wollen alles hören, wir sind an allen Themen interessiert. Wenn ihr glaubt, ihr seid nicht in der Lage, einen Vortrag zu halten, setze ich mich gerne mit euch hin zu einem beliebigen Thema und bereite mit euch einen 15-minütigen Vortrag vor. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Bitte tragt Couchable-Stunden ein. Ich will nicht immer der sein, der in letzter Minute irgendwie sich irgendwas aus den Fingern saugt. Cool. So, jetzt inhaltlich. Es geht um Generics in Go. Generics hatte ungefähr 10 Jahre, Generics Go hatte ungefähr 10 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung keine Generics. Und jetzt haben wir beschlossen, vielmehr, jetzt haben wir endlich einen Weg gefunden, wie wir halbwegs zufriedenstellend sie implementieren können. Und deswegen gibt es jetzt Generics. Worum geht es bei Generics? Bei Generics geht es darum, wir wollen zum Beispiel sowas schreiben wie eine generische Max-Funktion. Das heißt, wir wollen nicht eine Max-Int und eine Max-Float und eine Max-String haben, sondern wir wollen eine generische Max-Funktion schreiben, die auf allen geordneten Typen funktioniert. Und die Syntax dafür funktioniert so, dass wir halt zusätzlich zu den... Also, ihr müsst nicht wirklich Go können für diesen Vortrag for the record, nur ihr müsst genug programmieren können, um auf SoCo draufzuschauen und zu sagen, okay, ich verstehe ungefähr, was da passiert. Wir haben in diesen eckigen Klammern haben wir Type-Parameter, in diesem Fall groß T. Type-Parameter sind Constraint, in diesem Fall durch Constraints.ordered, und was das bedeutet, erkläre ich gleich. Und dann können wir T quasi benutzen, wie wir normalerweise so einen ganz normalen Type benutzen würden. Wir können also sagen, A und B haben Type T und die Funktion max gibt dann T zurück. Und dann können wir einfach dieses Größerzeichen, können wir einfach sagen, if A größer B, return A, otherwise return B. Right? Und der Vorteil von Generics ist halt offensichtlich zu sagen, wir können diese Funktion wiederverwenden für alle möglichen Typen, die irgendwie geordnet sind. Und B, wir können das auf eine Art und Weise machen, die type-safe ist. Wir können nicht irgendwie, wir können Max nicht aufrufen mit einem Int und einem String oder sowas, sondern es müssen, beide Argumente müssen den gleichen Typ haben und wir wissen, dass es auch wieder der gleiche Typ rauskommt. So, Generics in 15 Sekunden. Was ist dieses Constraints.ordered? Bei dem Design von Generics for Go war das Problem, was wir hatten, ist, wir wollen, dass es möglich ist, so Operatoren zu benutzen, zum Beispiel dieses größere Ding, ne? Aber Go hat kein Operator-Overloading oder so. Und irgendwie müssen wir also in der Lage sein, auszudrücken, wir wollen nicht irgendwelche Typen da reinwerfen, sondern wir wollen spezifische Typen reinstellen. Wir müssen bestimmte Dinge unterstützen. Und wie das funktioniert, ist, dass diese Constraints, die hier geliefert werden, das können A, normale Go-Interfaces sein, also einfach Listen von Methoden, der Typ muss folgende Methoden haben, oder das können sogenannte Typesets sein. Und Typesets funktionieren eben so, dass wir zum Beispiel sagen können, das Typeset signed ist das Set aus allen Typen, aus den Typen int oder int 8 oder int 16 oder int 32 oder int 46, 64. Das Typeset unsigned ist das Set aus uint und so weiter und so fort. Die Tilde hat eine bestimmte Bedeutung, die Go-spezifisch ist, nämlich, dass wir nicht nur Typen int akzeptieren, sondern alle Typen mit underlying type int, und was genau das bedeutet, ist uns erstmal egal, nur just akzeptiert es for now. Go hat keine enums, aber es geht zum Beispiel, geht es um sowas wie time.duration. Time.duration ist eine Zeit in Nanosekunden, und das ist eigentlich einfach nur ein N64. Das hat also underlying type N64, das heißt, man kann es addieren und größer, klein und alles benutzen, aber es ist halt kein N64, sondern es ist ein time.duration und es ist ein distinkter Typ. Und diese Tilde erlaubt uns eben time.duration auch zu benutzen hier, weil das underlying type N64 hat.
Okay, das heißt was das Generics Design gemacht hat, es hat die Interface-Syntax erweitert durch diese Pipe-Operatoren, um zu sagen, um eine OLA-Verbindung zu haben, um diesen Tilde-Operator that's pretty much it. Genau. Jetzt können wir uns ansehen, die Definition von Typesets. Ein Typeset kann entweder, im Allgemeinen drücken wir Typesets also aus durch so eine Interface-Definition. In dieser Interface-Definition können wir entweder so M schreiben. M Klammer auf Klammer zu bedeutet, es muss eine Methode M haben, so wie alte Interfaces in Go schon immer funktioniert hatten. Das Typeset von T, also wenn wir einfach zum Beispiel signed reinschreiben, das Typeset von signed ist, das Typeset von dem Interface signed, oder wenn es ein konkreter Typ ist, dann ist es einfach die Menge, die T enthält. Das Typeset von tilde T ist die Menge aller Typen, die underlying Type T haben. Das Typeset von A Pipe B ist die Vereinigung der Typesets von A und B. Und das Typeset von A Semikolon B ist die Schnittmenge der Typesets von A und B. Wobei A Semikolon B, man schreibt in Go immer nicht A Semikolon B, sondern man benutzt, dass Semikolons automatisch am Zeilenende eingefügt werden und schreibt Zeilenumbruch. Aber in der Grammatik ist es halt ein Semikolon und deswegen schreibe ich hier erstmal Semikolon. So, das heißt, wir führen einfach einen Formalismus ein, der uns quasi erlaubt, von Types zu nehmen und aus Types neue Sets zu konstruieren, aus Typesets neue Typesets zu konstruieren, indem wir Dinge wild miteinander vereinigen und wild miteinander schneiden und können dadurch quasi mehr oder weniger beliebig irgendwie ausdrücken, wie was unsere Typen sein sollen. Und wenn irgendwie ein Operator von allen Typen im Typeset des Constraints erlaubt ist, wie zum Beispiel bei Constraints Ordered ist alles, was ein Integer ist, alles, was ein Float ist oder alles, was ein Underlying Type String hat, das sind alle Typen, mit denen man kleiner benutzen darf in Go, darf die Funktion diesen Operator benutzen und so erlauben wir quasi generischen Funktionen Operatoren zu benutzen. Right? Soweit unklar, alles unklar. Ich bin viel zu schnell, aber glaubt mir, es wird nicht besser, weil das ein relativ komplexes Thema ist und 15 Minuten sind nicht furchtbar viel Zeit. Anyway, das heißt, wir können uns jetzt ein paar Beispiele angucken, zum Beispiel die Menge aller Typen, die eine Read- und eine Write-Methode haben. Dieser Typ existiert in der Go-Standard Library, der heißt io.readWriter. Das heißt, wir sagen, es hat eine Read-Methode mit dieser Signatur, das ist die typische Read-Signatur für irgendwie Dateien oder gezippte Streams oder HTTP-Requests oder so. Eine Write-Methode und wie gesagt, hier wird implizit so ein Semikolon eingefügt vom Lexer. Das heißt, es muss eine Read-Methode und eine Write-Methode haben, es ist also die Intersection dieser beiden Dinge. Das heißt, das ist einfach, wie Interfaces in Go schon immer funktioniert haben. Wir können Methoden sagen und dann bedeutet das, es muss alle Methoden haben, die wir nennen. Right? Und so ist das, was wir jetzt gebaut haben, quasi eine Extension des existierenden Formalismus. Wir können das halt ausdrücken, die Menge aller Typen, die Underlying Type String haben oder eine String-Methode. Das heißt, das sind quasi Dinge, von denen wir wissen, wie wir sie quasi in einem String machen. Ne, zum Beispiel zum Printen, indem wir einfach sagen, es hat entweder Underlying Type String oder es ist ein Stringer und ein Stringer ist etwas, das hat eine String-Methode, die ein String zurückgibt. Right? Nicht. Eine Sache, die ich anmerken sollte, ist, ich schummel ein bisschen, weil sich das Design von Generics nachher noch ein bisschen verändert hat. Und in der Praxis ist das tatsächlich nicht erlaubt. Wenn man es benutzen wollen würde, also wenn wir es erlauben würden, würde man es benutzen, indem man dann in seiner generischen Funktion einen Type-Switch macht und einfach sagt, ist das ein String oder nicht. Was auch nicht ganz funktioniert, tatsächlich, wenn man es wirklich, wirklich, wirklich benutzen würde, würde man Reflect benutzen müssen, weil dieses Underlying Type noch keine Entsprechung in dem Type-Switch hat. Aber anyway, wir wollen auch gar nicht Go beibringen. Was wir eigentlich beibringen wollen, ist Computational Complexity, Satisfiability, NP-Vollständigkeit. Was ist NP-Vollständigkeit? Ihr habt vielleicht schon mal das Buzzword P versus NP gehört. Die Idee ist einfach, es gibt, wenn wir uns irgendwie so anschauen, was sind so computational Probleme, die wir irgendwie lösen könnten, die uns irgendwie interessieren, gibt es zwei große Klassen von Problemen. Es gibt viele, 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 viele Klassen, aber es gibt zwei Klassen, die uns heute interessieren. Die eine Klasse ist P, das sind Probleme, die effizient berechenbar sind. Und die andere Klasse ist NP, das sind Probleme, die effizient verifizierbar sind. Und das Beispiel, was ich bringe, ist immer,
Wenn ich euch eine große Zahl gebe, einen großen Integer gebe und sage, faktorisieren wir mal diese Zahl, dann ist es nicht so furchtbar leicht. Aber wenn ich euch sage, beweise mir mal, dass diese Zahl 9838 ein Faktor von dieser großen Zahl ist, dann ist das relativ einfach, weil dann macht ihr einfach eine Long Division, findet raus, okay, ist der Rest 0 oder nicht. Wenn der Rest 0 ist, dann ist es teilbar, wenn nicht, dann nicht. Dann ist es ein Faktor, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, dieses Problem, faktorisiere diese Zahl, ist in NP. Weil es ist einfach zu verifizieren, sobald ihr eine Lösung habt, ist einfach zu verifizieren, dass das wirklich eine Lösung ist. Es ist aber, soweit wir wissen, nicht in P, weil wir wissen keine Art und Weise, es effizient zu lösen. Wir wissen keine effiziente Art und Weise, aus einer gegebenen Zahl die Faktoren rauszuziehen. So, und das heißt, P versus NP ist einfach diese Frage, sind diese zwei Sachen gleich? Gibt es überhaupt Probleme, die einfach zu verifizieren sind, aber schwer zu berechnen? Und wir glauben, ja. Der Grund, aus dem wir das glauben, nein, eigentlich der Grund, aus dem wir das glauben, ist, dass wir noch keinen Weg gefunden haben. Aber eine spezifische Sache ist, for the record, again, super unstrukturiert, super aus dem Arsch gezogen, dieses komische Stunde. Eine spezifische, wichtige Unterklasse sind sogenannte NP-vollständige Probleme. NP-vollständige Probleme sind Probleme, von denen wir wissen, dass sie mindestens so schwer sind wie alles in NP. So, also, again, technisch gesehen wissen wir nicht, dass es Probleme gibt, die schwerer sind als P, die überhaupt schwer zu berechnen sind. Aber es gibt zumindest können wir sagen, dass wenn es schwere Probleme gibt, dann sind diese NP-vollständigen Probleme schwer. Weil die mindestens so schwer sind wie alles, was in NP ist, right? Und die Art und Weise, wie wir da rangehen, ist immer, dass wir sagen, wenn wir beweisen wollen, dass also ein Problem NP-vollständiges ist, wir nehmen irgendein anderes Problem, von dem wir wissen, dass es NP-vollständig ist, und wir zeigen, dass wenn wir unser Problem mit diesem anderen Problem, wenn wir das lösen könnten, können wir auch dieses andere Problem lösen und vice versa. Und damit haben wir gezeigt, unser Problem ist NP-vollständig. Right? Und ja, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Was ist das erste NP-vollständige Problem, was wir kennen? Da hat irgendwer sich mal hingesetzt und sich clever ausgedacht, für ein Problem zu beweisen, dass es NP-vollständig ist, und seitdem führen wir alles auf dieses eine Problem zurück. Ist das soweit unklar? Again, ich weiß, dass es alles furchtbar schnell geht und viel zu schnell geht, um eine wirklich sinnvolle Einführung zu machen. Ich empfehle euch, meinen Blogpost zu lesen, wenn ihr das nicht versteht. Da ist es auch ein bisschen ausführlicher und anschaulicher erklärt. Eins von diesen NP-vollständigen Problemen, was wir voll häufig benutzen, weil es super einfach zu verstehen ist und super einfach ist, um Dinge zu modellieren, um zu beweisen, dass Probleme NP-vollständig sind, ist das sogenannte Satisfiability-Problem. Spezifisch das Satisfiability-Problem für die konjunktive Normalform, sogenannt CNF-SAT. Das Satisfiability-Problem ist, angenommen, ich gebe dir eine Funktion, die irgendwie n boolische Parameter hat, dann frage ich dich, finde mir mal ein Assignment, eine Menge an Inputs an diese Funktion, sodass diese Funktion true ausgibt. Right? Das ist das Satisfiability-Problem im Allgemeinen. Und im Spezifischen gibt es für jede solche boolsche Funktion etwas, das sich die konjunktive Normalform nennt. Das ist das hier unten. Das heißt, man kann jede boolsche Funktion ausdrücken als eine Menge von Und-Verknüpfungen auf Termen, die jeweils eine Oder-Verknüpfung sind von Variablen oder der Negation von Variablen. Right? Also das hier ist die sogenannte konjunktive Normalform. Ist, wir nehmen Variablen oder deren Negierung, wir odern die zusammen und dann nehmen wir viele von diesen Termen, beliebig viele von diesen Termen und unten die zusammen. Ich kann mir immer nicht merken, ob Konjunktion jetzt das Oder ist oder das Und ist, aber jedenfalls eines von den beiden, danach ist es benannt. Es gibt auch die disjunktive Normalform, das ist das Gegenteil dazu, da benutzen wir Und in der Mitte, und in den einzelnen Termen und ein Oder in den Zwischentermen. Anyway, wir wissen aus Computer Science, it's magic, dass CNF-SAT NP-vollständig ist. Das heißt, wir wissen, das ist ein schwieriges Problem. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein Problem haben und wir wollen wissen, dass es schwer ist, oder wir wollen beweisen, dass es NP-vollständig ist, dann wissen wir, wenn wir zeigen können, dass es äquivalent zu CNF-SAT ist, dann muss es NP-vollständig sein. So, worauf ich der,
der, worauf dieser Talk hinzeigt, ist, mit dem Formalismus, den ich euch bisher gegeben habe für Typesets in Go Generics, stellt sich raus, zu prüfen, ob ein beliebiges Typeset leer ist, NP-vollständig. Und zu prüfen, ob ein beliebiges Typeset leer ist, ist deswegen relevant, weil technisch gesehen quasi das Type-Checken von Go, von einer generischen Funktion, erfordert, diese Frage zu beantworten. Ist das Typeset dieses Constraints leer? Das Type-Checken einer generischen Funktion. Der Grund dafür, und das ist etwas, was viele Mathematikanfänger super knuddelt, ist, es gibt etwas, das nennt sich ex falso quod libet, aus Unwahrheit folgt Beliebiges. Das heißt, wenn du eine falsche Annahme triffst, dann kannst du jede beliebige Aussage beweisen, was insbesondere bedeutet, dass jede Aussage, die du treffen kannst, ist wahr für alle Elemente des leeren Sets. Wenn ich sage, X ist das leere Set, dann kann ich sagen, alle A in X sind grün oder alle A in X sind Montag. Und das ist immer eine wahre Aussage, wenn X leer ist. Und das bedeutet, dass wenn das Typeset eines Constraints leer ist, müsste es nach dem Formalismus, nach der Definition, alle Operationen erlauben, weil das Typeset ist ja leer und das leere Typeset erlaubt alle Operationen. Und deswegen müsstest du technisch gesehen quasi erstmal zeigen, dass das Typeset nicht leer ist, bevor du eine generische Funktion typecheckst. Weil wenn das Typeset leer wäre, dann dürftest du alles. Das ist super spezifisch. Die Behauptung ist, dass selbst wenn wir, das ist deswegen eine so spezifische Aussage, weil es dann einfach ist, diese Beweise zu führen. Das ist aber inhaltlich, die gleichen Probleme existieren auch, wenn du dich einfach nur fragst, kann diese Funktion ein größer machen, unterstützt sie größer. Nur wird dann der Formalismus ein bisschen komplizierter, weil du noch einen extra Term anhängen musst oder sowas. Aber das ist halt einfach zu handeln für die Beweise. Ich bin nicht ganz sicher, wie das zusammenhängt. Type-Set-Operation, die wir haben. Naja, also das, was ich bisher mit Generics verstanden habe, war das so, dass wenn du diese Constraints definierst du Funktionen, also Operationen, die auf allen Typen definiert sein müssen. Deswegen habe ich vorhin nachgefragt, ob dieses Tilde-String oder Stringer alles, weil ich das komisch fand. Und hier hätten wir beispielsweise Constraint Order, keine Ahnung, was das definiert, was das größer, kleiner, sonst irgendwas. Und du kannst aber meines Verständnisses nach für diese Go Constraints ja eine quasi Liste generieren von allen Funktionen, die alle Typen definieren müssen. Mhm. Und dann hast du gar keine Kondition oder sonst irgendwas mehr. Sollte man meinen. Ist nicht wahr. Okay, aber du müsstest ja irgendwie den Fall haben, dass du sagen, das könnte entweder so oder so. Kommen wir gleich zu. Okay. Also, again, ich kann das beweisen und der Beweis ist akzeptiert und deswegen ist das Generic Design geändert. Aber ja. Ja, das geht. Du kannst mit dem Formalismus, so wie ich ihn bisher beschrieben habe, Typesets beschreiben, für die es NP vollständig ist, zu sagen, ob sie größer beschreiben, einen Größerapparat unterstützen oder nicht. Ja, okay, wahrscheinlich habe ich die neuen Generics im Hinterkopf. Ich habe das 1.18 rausgelernt. Und was du vorhin gesagt hast, ist aber wahrscheinlich der alte, weil genau dieses Thema String oder String. Nee, Ach Gott, das Problem, also das Problem ist, dass das Problem, was du hast, nicht das Problem ist, was existiert. Der Grund, aus dem das hier mittlerweile verboten ist, ist, dass es mittlerweile verboten ist, in einem Union-Element, was diese Oder sind, einen Typen zu haben, der eine Methode erwähnt. Und dieser spezifische Constraint wurde eingeführt, um die Probleme, die ich gleich erwähne, zu beheben. Ja, das habe ich gemeint. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich jetzt gleich. Anyway. Da hast du nämlich halt wirklich keine verschiedenen Fälle, wenn du gebracht hast, sondern hast du nur sozusagen eine Konjunktion von allen möglichen Methoden. Ja, ich meine, vielleicht. Ich meine, in der Theorie. Ich muss sagen, es ist alles
furchtbar kompliziert und ich bin nicht 100% überzeugt, dass wie wir das jetzt alles gelöst haben, gut ist. Aber ich erzähle erstmal weiter und dann können wir gerne diskutieren. Behauptung zu prüfen, ob ein beliebiges... Oh Gott, ich bin über der Zeit. Alles gut. So, so, Zutaten. So, wir wollen die Beispielformel, das ist die CNR-Formel, die ich vorhin genannt habe. Wir wollen sie in ein Typeset verwandeln, auf eine Art und Weise, dass wir sagen können, dieses Typeset ist leer, genau dann, wenn diese Formel nicht satisfiable ist. Right? Das heißt, wie wir das tun ist, was wir also repräsentieren müssen, ist, wir müssen Variablen repräsentieren können, wir müssen Negation repräsentieren können, wir müssen oder repräsentieren können und wir müssen und repräsentieren können. Und das Resultat muss in CNF sein, in konjunktive Normalform. So, um Variablen zu repräsentieren, sagen wir, wir definieren ein Interface, welches eine einzelne Methode hat, benannt nach der Variablen, also zum Beispiel x und sie returnt ein int. Was sie returnt, ist egal, ich benutze hier int, weil der Einfachheit halber. Um zu repräsentieren, x ist true. Und wir benutzen not x, wir definieren ein neues Interface not x, welches auch eine x-Methode hat, die returnt aber ein string, um zu repräsentieren, x ist false. Und das ist jetzt der Trick. Der Trick ist nämlich, ein Typ kann nicht beides haben. So, die x-Methode kann nur int zurückgeben oder sie kann strings zurückgeben, aber sie kann nicht beides zurückgeben. Und deswegen kann nicht beides gleichzeitig true sein. Und das ist eben hier der Kniff. Dann benutzen wir den Union-Operator, der bereits suggestiv mit einem Pipe bezeichnet ist, um ein logisches Oder auszudrücken. Das heißt, wir können zum Beispiel ausdrücken not x oder z. Naja, es muss entweder eine not x-Methode haben, also eine x-Methode haben, die Strings zurückgibt, oder eine z-Methode. Und das drückt also, quasi das Typeset hiervon ist also quasi die Menge aller Typen, die not x oder z kodieren, so mehr oder weniger. Und logisches Und drücken wir mit Semikolons aus. Das heißt, mit diesen Zutaten können wir jetzt einfach unsere Beispielformel nehmen und sie ausdrücken als, wir schreiben halt diese Typen auf mit diesen x und not x für irgendwie x, y und z. Und dann schreiben wir die Formel auf. Die Formel ist not x oder z, not x oder z und Zeilenumbruch, y oder z, Zeilenumbruch, x oder not y. So. Und jetzt ist der Punkt, wenn es einen Typen gibt, der Formula implementiert, dann können wir aus diesem Typen, indem wir uns angucken, welche Methoden der hat, für x, y und z jeweils sagen, ob diese Methode quasi String oder Int zurückgibt und also sagen, ob die Variable in dieser Zuweisung True oder False sein muss und kriegen so also ein Assignment an unsere Variablen raus, die unsere Formel true macht. Das heißt, wenn der Compiler beweisen kann, Formula hat ein nicht leeres Typeset, dann würde der Compiler damit beweisen, diese Formel ist satisfiable. Coole Idee. Nicht ganz coole Idee, weil es gibt noch ein Problem. Ein Type kann natürlich weder eine x noch eine, noch, weder eine x-int noch eine x-string-Methode haben. Der kann auch einfach keine x-Methode haben oder eine x-Methode haben, die einen Float zurückgibt oder sowas. Und die Lösung davon ist, naja, wir fügen einfach noch so ein paar Terme zu unserer Formel zu, indem wir sagen, unser Typ muss entweder eine x- oder eine not-x-Methode haben und entweder ein y oder eine not-y oder er muss z oder eine not-z haben. Und das garantiert uns, dass unser Typ auf jeden Fall für jede Variable eins von beiden haben muss. Und dann schreiben wir unsere Formel, fügen wir das noch in unsere Formel ein hier unten. Und jetzt sind wir wirklich da. Jetzt ist es quasi, wenn unser Compiler beweisen könnte, dass Formula leer ist, dass es keinen Typen gibt, der da drin ist, würde uns unser Compiler beweisen können, dass diese Formel nicht satisfiable ist. Und dann müsste muss unser Compiler, um zu beweisen, ob ein Typeset leer ist oder nicht, halt beweisen können, dafür muss er halt CNFs gelöst haben, weil diese Formel ist in CNF, ne? Mit unserem einfach Formalismus, wie wir sie so aufgeschrieben haben. Wir haben hier uns, wir haben hier oders und wir haben hier Negation. Das heißt, mit diesem Formalismus ist leider die Berechnung, ob ein Typeset leer ist, NP-vollständig. Das ist blöd, weil... Naja, es ist blöd, weil, soweit wir wissen, NP-vollständige Probleme zu lösen,
kostet exponentielle Zeit in der Größe des Inputs. Das heißt, ich kann Ihnen ein kleines Programm geben und das kann bis ans Ende der Lebenszeit des Universums brauchen, um es zu kompilieren. Und das wollen wir nicht. Deswegen wurde jetzt eben eingeführt, diese Implementation Restriction, was ich gerade erwähnt habe. A union with more than one term cannot contain the pre-declared identified comparable, versus this habe ich nicht erklärt, dann ist auch egal, or interfaces that specify methods, or embed comparable interfaces that specify methods, das heißt spezifisch dieses stringish Interface, was ich vorhin erwähnt habe, wird dadurch tatsächlich spezifisch ausgeschlossen, was super schade ist, aber leider notwendig, damit das alles funktioniert. Und damit können wir jetzt halt das hier nicht mehr ausdrücken, weil sowohl unser X als auch unser Not X enthält halt Methoden. Und deswegen ist diese Union quasi verboten und dadurch funktioniert unser ganzer Beweis nicht mehr. Das heißt, dieser Formalismus ist spezifisch eingeführt, um diesen Beweis kaputt zu machen. Deswegen existiert diese Klausel. Und das ist nicht die einzige solche Restriction in dem Generics-Design, welches letzten Endes darauf zurückzuführen ist. Die tatsächliche Implementation tut auch ungefähr, was du sagst. Die tut auch dieses... Meine vorgeschlagene Lösung für dieses Problem war eine andere. Meine vorgeschlagene Lösung für dieses Problem war, zu definieren, ob eine generische Funktion eine Operation benutzen darf, nicht über, wenn alle Typen im Typeset sie unterstützen, weil das ist MP-verständig, sondern stattdessen eine separate Notion zu haben von Operation Sets, sodass quasi jeder Type hat eine Operation, zum Beispiel M ist die Operation, ich darf die Methode M aufrufen und sie gibt folgende Typen zurück, oder A oder und dann würden wir halt sagen, dass das Union-Element, das Operation-Set von A oder B ist nicht die Vereinigung der Operation-Sets, sondern die Schnittmenge der Operation-Sets, ne? Weil wenn ich sage, ich habe einen String, der Type ist ein String oder ein Int, dann sind die Operationen, die ich darauf ausführen darf, genau alle Operationen, die sowohl von String als auch von Int erfüllt werden, unterstützt werden. Und nicht alle Operationen, die von einem von beiden unterstützt werden. Und entsprechend die Semikolons erzeugen dann eine Union der Operation Sets. Und aus der Sichtweise der Operation Sets sind also diese Interfaces, die wir bauen, auf einmal in disjunktiver Normalform. Weil jetzt unser Oder auf Set-theoretischer Ebene nicht mehr eine Vereinigung ist, sondern eine Schnittmenge. Und das entspricht logisch halt einem Und und nicht einem Oder. Das Problem mit dem Approach wäre gewesen, da müssten wir auch irgendwie darüber unterhalten, was passiert, wenn eine generische Funktion eine andere generische Funktion instanziert und aufruft. Wie bringen wir das unter einem Hut, weil man halt auf der Instanzierungsebene will man halt schon von Typesets reden und so. Aber anyway, stattdessen haben wir das gemacht aber... Hätte das dann das generelle Problem mit String oder String? Das wäre, mit meiner Lösung wäre das grundsätzlich erlaubt gewesen, aber again, ob meine Lösung funktioniert hätte, wäre eine andere Frage. Es wäre erlaubt gewesen, weil wir das nicht mehr gebrauchen, weil wir diese Einschränkungen nicht hätten machen müssen, die da jetzt gerade an der Hand stehen. Keine, aber du kannst den Constraint ausdrücken und dann Reflect benutzen. Du kannst dir den dann... Okay, also es gilt als reine Input-Constraint sozusagen, nicht mehr innerhalb von der... Genau, das heißt, du sagst, meine Funktion nimmt diese Typen an, aber deine Funktion arbeitet mit Reflect. Das heißt, das Einzige, was du tust, ist, du drückst den Contract, den deine Funktion ausdrückt, besser aus, aber arbeitest intern, als würdest du ein MD-Interface nehmen. Dazu muss gesagt werden, der Plan oder die Hoffnung, aber it's all in flux. Wir haben jetzt gerade das Generics bekommen, es hat 10 Jahre gedauert, wir warten noch mal ein paar Jahre. Der Plan ist ein bisschen Type-Switches zu... Der Plan ist, derzeit existiert ein Proposal von einem Freund, der vorschlägt, Type-Switches zu erweitern, dass Type-Switches über Type-Parameter passieren können. Und sie auch um Syntax zu erweisen, dass sie auf Underlying Types matchen können. Sodass du dann sowas wie dieses Stringish nehmen könntest und einen Type-Switch machen könntest und sagen könntest, Case Underlying Type String, Doppelpunkt, und dann darfst du ihn als String benutzen, Case 5.Stringer, und dann darfst du ihn als 5.Stringer benutzen, und so kannst du quasi wieder runtermappen. Aber ja, du... Nein, weil der Constraint, du könntest, ich meine, ja, musst du jetzt wegen dieser Einschränkung, musst du aber inhaltlich dann nicht mehr, dann kannst du den Constraints ausdrücken, aber du darfst die Operation nur benutzen in einem der Branches. Das heißt,
Teil dieses Type-Switch-Proposals wäre... Ja, das ist ja für die Definition. Die Frage ist, wie das was in den Strengths ist, ob da auch was in den dabei ist, was in den Strengths. Weil du ja gesagt hast, du kannst selber noch nicht ausdrücken, damit du das Stream oder so. Also, ja, ich meine, du kannst ihn nicht ausdrücken, weil unser Dings. Also, du kannst sie derzeit nicht ausdrücken, weil wir das verboten haben in der Implementation Restriction. Aber again, ich mag diese Implementation Restriction nicht und angenommen, wir hätten sie nicht, dann könntest du es benutzen. So. Genau. Ist das damit klar oder soll ich versuchen zu demonstrieren? Okay. Tatsächlich ist das halt, das ist so eine Frage, ist irgendwie, was damit passiert, habe ich keine Ahnung. Es ist gut möglich, also eine Sache, die mich persönlich auch stört, ist, dass sich seit dieses, dass sich niemand hingesetzt hat und mal bewiesen hat, dass das jetzt alles Sound ist, dass das jetzt alles so funktioniert mit diesen Einschränkungen. Ich habe halt damals irgendwie zwei oder drei Mal, da kam halt dieses Proposal rein und ich habe halt das gesehen und dachte, oh, das sieht aber MP-verständlich aus. Dann habe ich halt bewiesen, es ist MP-verständlich und dann wurde was geändert. Dann habe ich gesagt, okay, es ist immer noch MP-verständlich. Ich habe halt Beweis geschrieben, dass es immer noch MP-verständlich ist. Aber dann wurde es geändert. Und mit dieser neuesten Änderung hat sich noch niemand hingesetzt, um mal zu zeigen, ob es immer noch MP-verständlich ist oder nicht. Vermutlich nicht. Meine Intuition sagt, es ist nicht MP-verständlich, aber es hat halt sich halt niemand hingesetzt und entweder einen Algorithmus geschrieben oder Dings, sondern stattdessen wird halt so ein bisschen gehandwaved. Aber eigentlich ist diese Restriction halt super unglücklich, dass die existiert. Eigentlich wäre das viel cooler, wenn sie nicht existieren würde. Die Frage ist, kriegen wir das irgendwie hin, über die Zeit, sie vielleicht auch noch loszuwerden oder sowas? Hab ich auch keine Ahnung. Mein Eindruck ist, dass, also weil die Frage ist, wir machen andere Sprachen das. Mein Eindruck ist, andere Sprachen akzeptieren halt, dass ihr Compiler MP-verständige Probleme lösen muss. Die bauen halt einen Satzsolver in ihren Compiler ein und dann machen sie halt satt. So. Haskell zum Beispiel. Ich handwave so ein bisschen, weil ich mir das nie so richtig genau angeschaut habe, weil das halt echt Zeit erfordert und so. Also ich meine, ja, ich habe das jetzt irgendwie versucht, in 20 Minuten vorzutragen, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, sich hinzusetzen und irgendwie so dieses Design und irgendwie diese Konstruktion zu machen und irgendwie, das dauert halt alles Zeit. Vor allen Dingen, weil das Go-Type-System halt relativ ad hoc ist und so und ist halt so. Das ist, also da muss ich halt auch sagen, das ist halt der Nachteil davon, keine Sprache zu haben, die ein Fundament hat, welches irgendwie type-theoretically motiviert ist und aus der Forschung kommt. Ist halt, also eine funktionale Programmiersprache hat dieses Problem halt nicht, weil eine funktionale Programmiersprache hat halt einen funktionalen Kern. Du musst nur sagen, wenn du irgendwie deine Sprache erweitern willst, sagst du halt, wie verhält sich das auf einer Funktion und dann bist du fertig. Weil alles andere ist ja nur Syntactic Sugar. So Haskell, bei Haskell ist ja, alles was nicht eine Funktion von A nach B ist, bei Haskell ist ja einfach nur Syntactic Sugar. So, das heißt, wenn du halt irgendwie die Sprache analysieren willst, musst du einfach nur angucken, was Funktionen tun und dann bist du fertig. Mehr oder weniger. So, und Go hat das halt nicht. Go hat halt irgendwie ein ad hoc aufgebautes Type-System und dann... Das macht halt viele von diesen Sachen anstrengender. Wie gesagt, ich habe hier benutzt Methoden, dass halt verschiedene Methoden nicht unterschiedliche Dinge drücken können. Aber zum Beispiel ein Grund, warum es immer noch nicht trivial ist, ist, dass du den gleichen Scherz auch machen kannst mit Structs und Struct-Fields und Struct-Fields und Methoden. Weil du kannst ja auch, der Underlying Type kann ja auch ein Struct sein. Das heißt, du kannst irgendwie sagen, also du kannst halt sowas ausdrücken wie my connection was interrupted. Das ist ein bisschen sehr groß. Du kannst jetzt sagen, du kannst jetzt diesen Typen ausdrücken und der hat auch ein leeres Typeset. So. Aber den darfst du ausdrücken. In Go. Und er hat ein leeres Typeset, weil, naja, ein Typ darf nicht gleichzeitig ein Feld M haben und eine Methode M. Das ist halt nicht erlaubt. Stärken ist eigentlich das Problem, weil ich meine, wenn du das Typeset leer hast, kannst du die Funktion noch nicht benutzen. Ja, ich meine, das ist auch, was ich, also das ist, warum wir auch okay damit sind, dass das nicht geht, weil wir halt gesagt haben, so, also der Witz ist, das Originalproposal enthielt halt eine Klausel, wenn das Typeset empty ist, dann beschwert sich der Compiler. So. Ja, und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, nee, das will ich nicht, der Compiler soll sich nicht beschweren, weil wenn wir sagen, der Compiler muss sich beschweren, dann muss der satt lösen.
Außerdem ist es auch völlig nicht nötig, weil wenn das Typeset leer ist, oh, dann willst du einen Test schreiben oder dann willst du einen Binary schreiben, was das benutzt oder irgendwas machen mit dieser Funktion. Und es geht halt nicht, weil du kannst sie halt nicht instanziieren, weil du findest ja keinen Typ, mit dem du sie aufrufen kannst. Insbesondere, weil Go auch nicht erlaubt, generische Funktionen oder generische Typen zu benutzen, ohne sie vollständig zu instanziieren. Das heißt, du kannst keine allquantifizierten Funktionen durch die Gegend werfen und so. Das heißt, es ist halt literally so, es ist nicht mal irgendwie, es, wenn du feststellst, du hast einen Fehler gemacht, dein Typeset ist empty, es ist nicht mal irgendwie ein Fehler, die generische Funktion einfach zu löschen, weil es kann sie ja niemand benutzen, es kann sie niemand aufrufen, es kann sie niemand referenzieren, es kann überhaupt nichts damit passieren und deswegen ist es so, als würde es nicht existieren. Und deswegen war mein Argument auch, wir sollten dieses Requirement loswerden, weil in der Praxis ist es eh egal und so. Aber ich meine, technisch gesehen, und ich meine, das ist ein Problem, was die Implementation hat, ist technisch gesehen, ist die Frage, wenn du so eine, wenn ich jetzt so eine Funktion schreibe, irgendwie die nimmt diesen Constraint, ist die Frage, kompiliert das oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, es kompiliert. Ja, kompiliert, läuft. Aber ich meine, kannst du halt nicht aufrufen, ne? Das ist jetzt hier sinnlos, dann hätte man die diese Klausel weglassen können. Also, das jetzt noch geht. Nein, nein, weil. Ich meine, technisch gesehen schon. Doch, fair enough. Es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Das ist schon exotischer das Beispiel als irgendwie das Stringish-Beispiel. Genau, ich weiß nicht, was damit passiert. Ich respektiere die Leute aus dem Go-Team enorm. Das sind super kompetente Leute, super nett, die geben sich Mühe. Ich habe mich aber auch mehrfach über dieses Design beschwert ausgenommen. Ich bin unzufrieden mit diesem Aspekt des Designs. Ich verstehe halbwegs, warum es getan. Meine persönliche Antwort wäre gewesen, Typesets einfach, also vielleicht wäre es gewesen, Typesets einfach komplett loszuwerden und einfach keine Operatoren in generischen Funktionen zu erlauben. Mein nächster Blogpost war irgendwie. So nur Interface, oder hättest du wahrscheinlich nur Interface-Kombination haben wollen? Hättest du ein neues Interface definiert? Ja, also nein, also meine Meinung wäre gewesen, wir hätten anfangen sollen mit nur Interfaces sind erlaubt, so wie Interfaces immer existiert haben. Ich weiß nicht, wie sehr Leute das interessiert. Das Problem ist irgendwie, ich meine, ich kann jetzt irgendwie ausdrücken, also das Beispiel, was ich irgendwie in den Folien hatte. So, ich kann das ausdrücken, fair enough. Oh, und jetzt kann ich irgendwie sagen, und dann sollte das funktionieren und bauen und alles. Error communicating, ja, mein Internet spinnt ein bisschen. Was ist die Fehlermeldung? Die Fehlermeldung ist, das Package Constraint ist nicht definiert. Ich dachte, da stand irgendwas mit, man kennt sich genau, ich kann das jetzt machen. Fair enough. Cool. Und ich kann auch sagen. Zip, run und dann sagt er, okay, bau. Aber ich meine. Genau. So, das geht halt nicht so. Ups.
Das soll außerdem ein W sein. Das geht jetzt natürlich nicht. Unexpected new line, expected comma oder so. Genau, person does not implement constraints at all, weil es kein kleiner Inhalt. Ja, sorry für das Dings, VGA, das VGA-Kabel ist kaputt. Für das Blinken. Ich hoffe, keiner von euch hat Epilepsie. Ich kann jetzt dieses Min ausdrücken und es ist ja auch großartig, dass ich das kann. Aber ich kann halt keine generische Funktion schreiben, die sowohl auf Strings und Ints und so funktioniert, als auch auf diesen Custom-Type, ne? Weil, so, ich muss halt zusätzlich jetzt irgendwie noch so einen. Ja, So, ich kann halt das machen und dann kann ich hier irgendwie sagen min func und dann sage ich hier ja, ich meine, da existiert ein Proposal für. Ja, for the record, wenn ihr über Go-Design-Proposals reden wollt, ich habe viele, viele Meinungen und ich bin, wie ihr vielleicht merkt, ein bisschen involviert in diesen ganzen Kram. Stimmt das jetzt so? Wieso ist dieses VGA-Kabel so furchtbar kaputt? Das nervt mich. Genau, und das geht jetzt halt. Aber das heißt, ich muss jetzt immer diese zwei Optionen haben, oder es gibt noch andere Optionen. Mein letzter Blogpost ist über, wie lösen wir dieses Problem am elegantesten, angenommen, wir sind so ein Library-Author. Aber einfach keine Bildungsabkürzung. Deswegen wäre meine Antwort wäre gewesen, wir haben jetzt diese ganze Maschinerie eingeführt, specifically, um zu erlauben, diese Min-Funktion zu schreiben. Und jetzt hilft uns diese Min-Funktion halt mehr so halb, weil ja, ich glaube schon, dass wir häufig so native Typen benutzen wollen mit diesen Funktionen, aber wir wollen sie halt, aber ich würde sagen, so 50-50, was wir häufiger benutzen wollen. Hör auf so zu blinken, Gott fucking damn it, sorry für das Cursing. Deswegen wäre meine Antwort gewesen, wir lassen einfach den ganzen TypeScript-Kram erstmal weg, wir machen nur Interfaces und dann machen wir irgendwann Operator Overloading und dann lösen wir das mit Operator Overloading. Das wäre meine persönliche Antwort gewesen. Funktioniert aber auch nur so halb, weil aus komplizierten Gründen, über die wir jetzt nicht reden sollen, können müssen, weil ich bin auch schon wieder 40 Minuten. 25 Minuten über Zeit. Oder ihr macht das ähnlich wie Java und sagt einfach, alles, was irgendwie größer, kleiner verwenden will, braucht eine Compare-Tool-Methode und alle nativen Typen implementieren einfach eine Compare-Tool. Und ja, ich weiß, dass du aber nur geschrieben hast. So, also ich finde, das kann man so schnell lösen, kann man schon machen. Ja, ich meine, nicht mal. Du kannst es so bauen. Es ist möglich, eine Lösung zu bauen, sodass du nur eine generische Funktion schreiben musst, die mit beliebigen Typen funktioniert und so ein paar Helper-Utility. Scaffolding, so wie wir derzeit auch Constraints. Ich meine, Constraints und Order ist ja auch so ein Helper-Package, Helper-Type, der existiert. Aber, don't know, es hat alles seine Vor- und Nachteile.